auch wenn wir jung sind, beziehungsweise auch wenn wir denken, ey, wir haben nicht das gewisse Etwas oder whatever the case may be, wir können da rausgehen und unsere eigene Lane kreieren. Ihr dürft nicht immer alles direkt als Strafe sehen. Nicht alles ist eine Strafe. Du musst nicht vorher strugglen, damit du für Liebe würdig bist. Und das ist some fucked up Bullshit. Denkt ihr nicht, da draußen gibt es irgendjemanden, der euren Wert kennt und sagt so, ey, she a hell of a woman. I'm gonna treat her like she's my queen. Und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Henriette Campbell. Für diejenigen, die zum allerersten Mal zuschauen und für diejenigen, die wieder dabei sind, willkommen zurück. In diesem Video mache ich so eine kleine Zusammenfassung von meinem Boss Babe-Projekt, wie es weitergeht, was ich gut fand und so weiter und so fort. Auf welche Hürden ich gestoßen bin in dem Sinne. Und ja, ansonsten rede ich noch über andere Themen wie Take Accountability for Your Life, was noch, Struggle Love und so weiter und so fort. Ich will es auch gar nicht zu lang halten, deswegen aus dem Grund, gebt mir einfach einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schaltet die Glocke ein, folgt mir auf Social Media, folgt mir auf Instagram, haltet unten in der Infobox sein oder hier irgendwo eingeblendet und dann will ich auch gar nicht lange reden und wir fangen direkt an mit dem Video. Ich habe ja mit meiner Boss Babe Serie angefangen, die ich ja im Januar, Anfang Januar angekündigt habe. Deswegen, die letzten Videos waren noch alles Boss Babe Videos. Ich habe extra eine Playlist angelegt, also wer mag, kann auf die Playlist gehen und sich komplett die Boss Babe Videos, Interviews in einer Reihe anschauen. Das Ding mit den Boss Babe Interviews, also ich habe wirklich sie enjoyed zu machen. Sorry Leute, Denglisch ist wieder am Start. Ich hatte wirklich Spaß, die zu machen, die Sachen aufzunehmen und so weiter und so fort. Und das Ding ist, ich habe so viel für mich selber mitgenommen und was das Feedback auch anbetrifft, haben auch einige von euch gesagt, dass sie sehr, sehr viel mitgenommen haben aus den Boss Babe Interviews. Das Ding war für mich nur, ganz kurz Leute, mal bevor ich mein Make-up einarbeite in die Haut, besprühe ich das meistens vorher mit einem Setting Spray und das, was ich hier gerade benutze, ist von Morphe. Und ich habe das wie immer von meiner lieben Freundin Sandra, @SandraK auf Instagram und YouTube. Oder heißt sie Beauty Beauty K? I don't know. I'm gonna link her below. Ganz kurz, alle meine Make-up-Products, auch meine NARS Foundation, mein Primer, alle meine Make-up-Tipps und so weiter, Products habe ich immer von Sandra, deswegen follow my girl. Anyways, zurück zu den Boss Babe Interviews. Also ich hatte viel Spaß, sie zu drehen. Ich hatte viel Spaß, auch die Frauen rauszusuchen, die Interviews vorzubereiten, weil jedes einzelne Interview, alle Fragen, die ich gestellt habe, habe ich selber mir ausgedacht. Habe bei manchen Girls Research gemacht, was ich so im Internet schon bei dir gefunden habe, bei manchen nicht, einfach so ins Blaue hinein. Und ich finde, dass jede Frau, also jede einzelne Frau, die ich dabei hatte, so eine tolle Lebensgeschichte bzw. so viele Advices hatte und Nuggets hatte für uns Girls. Deswegen habe ich das richtig gefeiert. Weil mein Ansporn war es wirklich, so jungen Frauen, jungen Girls zu zeigen, ey, auch wenn wir jung sind, beziehungsweise auch wenn wir denken, ey, wir haben nicht das gewisse Etwas oder whatever the case may be, wir können da rausgehen und unsere eigene Lane kreieren und wir können da rausgehen und das machen, was wir wollen. Und ich habe das Gefühl, ich habe das wirklich erreicht mit den Boss Babe Interviews. Weil ich so in Vergangenheit rede, warum ich jetzt gesagt habe, ich mache jetzt auf mit der Serie. Ich hatte, glaube ich, 5 oder 6 Mädels drin. Erstens, das Ding war einfach, dass ich mache alles alleine. Das heißt, ich filme alleine, ich suche mir die Mädels aus alleine, ich fahre dahin alleine, ich zahle es alleine. Und am Ende, sage ich jetzt mal, der Wert ist immer, so finde ich persönlich, nicht ein materieller Wert, sondern das, was ihr raus mitgenommen habt. Aber auch so für mich, weil ich gesehen habe, so viewtechnisch, hatte ich das Gefühl, dass es nicht viele interessiert hat. Aber diejenigen, die es geguckt haben, hat es auf jeden Fall erreicht. Deswegen habe ich da meinen Job getan und wie auch Selma gesagt, es ist nicht wichtig, was Views angeht und so, sondern es ist wichtig, dass du was produzierst, worauf du stolz bist. Und ich bin definitiv stolz auf diese Boss Babe Serie. Okay Leute, ich benutze ganz kurz einen Beauty Blender, weil my face looks orange. But it isn't orange, okay? So, let me fix that right quick. Okay, wo habe ich stehen geblieben? Ich glaube an der Stelle, dass man stolz sein sollte auf das, was man kreiert hat. Und ich bin definitiv stolz auf, was ich kreiert habe. Ich habe auch nicht gesagt, dass diese Boss Babe Serie zu Ende ist. Ich sage nur, dass ich jetzt eine Pause einlege und wieder mit meinem regulären Content anfange. Also eine Runde ganz, ganz viele Girls Talks. Ich habe gestern auf Instagram gefragt,
ob ihr mir Girl Talks Themen geben könnt, beziehungsweise ob ihr mir Girl Talks Themen geben wollt, über die ich reden soll, was euch interessiert. Und es kamen so, so viele zusammen. Das heißt, ich habe da genug Content für euch, den ich jetzt auch abfilmen werde, abproduzieren werde, vor allem in der Zeit von Corona, wo wir alle zu Hause bleiben müssen. An der Stelle auch ganz kurzer Tipp an alle Content Creators. Jetzt ist gerade die Zeit, ihr könnt eh nicht rausgehen, wo ihr euren ganzen Content produzieren oder vorproduzieren könnt. So, do it. Stay ready, so you don't have to get ready, okay? Auf jeden Fall, Boss Babe. Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in der Zukunft nochmal einen Teil 2 zu machen. Was heißt in der Zukunft, aber vielleicht auch später im Jahr. Wenn ihr selber sagt, ihr seid ein Boss Babe oder ihr kennt ein Boss Babe, dann schreibt eine Instagram-DM, beziehungsweise schreibt es unten in die Kommentare, schickt mir eine E-Mail. Ich liebe inspirierende Frauen. Ich liebe Frauen, die etwas zu sagen haben, die ihre Geschichte zu erzählen haben. Und es muss jetzt auch kein Boss Babe sein in dem Sinne, oh, okay, ich bin jemand. Wenn du sagst, ey, meine Lebensstory, so wie ich groß geworden bin oder was ich schon alles erlebt habe, whatever the case ist, und du sagst, ey, ich bin ein Boss Babe aufgrund meines Knowledge oder whatever, girl, hit me up, okay? Ich habe ein kleines anderes Projekt, was ich machen möchte, und da denke ich, wird die Boss Babe Serie nochmal auftauchen. Diejenigen, die auf Instagram folgen, wissen eventuell, von was ich rede. Da werde ich auf jeden Fall so ein Segment reinmachen, Boss Babe, wo man sich einfach anhören kann, was die einzelnen Girls zu sagen haben. Alle Girls sind so inspirational und so cool und auch alle so herzlich. Und deswegen nochmal ganz kurz, tausend Dank an alle Girls, die mitgemacht haben. Tausend Dank, dass ihr mich auch bei euch zu Hause reingelassen habt, zu Hause, dass ihr auch so open wart, über auch Struggles zu reden, Real-Life-Struggles zu reden und einfach euer Wissen für die, nicht die nächste Generation, weil ihr gehört jetzt unserer Generation, aber sag ich jetzt für die Nächsten, die am Kommen sind, weiterzugeben und da auch vielleicht eventuell auch Ansprechpartner geworden seid, so viele Leute. Ja, genau, ganz kurz noch ein anderer Punkt, bevor ich zum nächsten Thema übergehe und wie das Boss Babe Thema hier verlassen ist. Und zwar, diese Boss Babe Serie hat mir dabei geholfen, einigermaßen konsistent zu sein. Ich glaube, ich hatte nur zwischen den Interviews immer nur eine Woche Break. Also wenn ich einen Break gemacht habe dazwischen, weil es nicht geschafft hat, einfach zeitlich. Die letzte große Pause war von Adelaide, also von Unfriend Witches. Da waren 2 Wochen vor dem vorherigen Boss Babe Interview. Das lag aber einfach daran, dass so viel in meinem persönlichen Leben los war, so viel Craziness was going on. And I'm so happy that I had the last year, wie ich schon im ersten Video, mein Jahresrückblick 2019 erzählt habe. Ich war so happy, dass ich das letzte Jahr hatte, weil ohne dieses letzte Jahr wäre ich, glaube ich, an den Sachen, die gekommen wären, kaputt gegangen. Aber to be honest, I really didn't give a single fuck. Ich sag's einfach so, so richtig blunt, weil am Ende des Tages, das letzte Jahr hat mir wirklich so geholfen, mich kennenzulernen. So, I know who I am, I know what I stand for. Und ich sag immer so, if there's no enemy within, the enemy on the outside can do no harm. Natürlich nervt es, wenn Leute, keine Ahnung, nicht cool mit dir umgehen und so, aber es kommt immer darauf an, so zu wissen, wer du bist. Wenn du weißt, wer du bist, so, und weißt, okay, das passt nicht zu mir oder das ist nicht mein Charakter, dann so what? Weil es gibt immer Leute, die werden dich mögen, es gibt immer Leute, die werden dich nicht mögen. Und am Ende des Tages sollte das nicht affecten, wer du bist as a human being. So, I'm really, really glad that I had the last year. Ja, ich bin einfach happy, Leute. I'm so happy. Ey, es ist wirklich cringy. I'm just so happy. I just wake up. I'm happy as fuck. I'm like, yes, today is a good ass day. Und draußen regnet es so. Deswegen, wirklich Happiness comes from within. Über solche ganzen Themen werde ich jetzt in den nächsten Girls Talks Episoden. Girls Talk? Girls Talk, ich weiß selber nicht, wie man es ausspricht. Girls Talk Episoden reden. So stay tuned for that. Noch ein Ding, Leute. Generell bin ich im Moment so hardcore auf so einer Spiritual Journey, eine Journey of Growth, Forgiveness und auch so Maturity. So Verantwortung übernehmen für dein eigenes Leben, taking accountability for your own life, for your own action. Ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen nicht tun. Wir Menschen, dazu habe ich auch gehört, aber durch meine Journey gerade bin ich gerade dabei, mich selbst umzuprogrammieren. Girls Talk is coming on that too. Ist das Ding einfach, dass wir so oft Sachen auf äußere Umstände blamen wollen. Und das Ding ist, natürlich ist es einfacher, aber das Ding, was ich euch einfach challengen will, vor allem jetzt in der Zeit, wo ihr Zeit habt, auch nachzudenken und so, guckt euch wirklich mal Parts in eurem Leben an, die vielleicht nicht so gut laufen, wo ihr sagt, so, oh, das ist wegen dem und so und so und
Und dann überlegt man, was habt ihr wirklich damit zu tun? Weil das Ding ist, Leute, wir selber, wir sind die Creator of our own life. You create your own life. Das Leben, was du jetzt gerade lebst, you created it in the past. Das Leben, was du vielleicht in 2 Wochen, aus einem Monat, aus einem Jahr lebst, you are the creator. So, und für alle Sachen, du kannst nicht kontrollieren, was dem Leben passiert. Natürlich, vielen passieren schlimme Dinge im Leben. Mir sind auch so, so viele schlimme Dinge passiert und so viele Sachen, über die ich bis heute nicht nochmal reden, die ich reden kann, nicht nochmal, aber die ich bis heute nicht drüber reden kann, mit niemandem. Und am Ende des Tages, ich kann nicht kontrollieren, was mir passiert ist, aber ich kann kontrollieren, wie ich darauf reagiere und was mein Approach ist in life. So, ich kann mich hinstellen und kann sagen, okay, ich bin das arme Opfer, I'm a victim, obwohl ich wirklich in dem Sinne ein Victim war, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich die ganze Zeit mit dieser Victim-Mentality rumlaufe, werde ich nicht wachsen, weil ich werde die ganze Zeit so sagen, so, ja, aber es ist so und so, weil so und so und so. Okay, das ist dir passiert, acknowledge that, feel the pain, heal und dann überleg dir, okay, wie kann ich das ändern, dass ich mein Leben eine Runde 180 Grad drehen machen kann. Also, that's also one thing. Sometimes it's really you and people don't, I don't know, people don't get that. So, ich kann mich nicht über irgendetwas beschweren, wenn I didn't even put in the work. Manchmal laufen Sachen nicht so, wie sie laufen sollten, weil das Ding ist einfach so, da vielleicht kommt was Besseres. Ihr dürft nicht immer alles direkt als Strafe sehen. Nicht alles ist eine Strafe. Manchmal ist es auch ein Blessing, dass das und das nicht funktioniert. Manchmal ist es ein Blessing, dass die Relationship nicht funktioniert. Manchmal ist es ein Blessing, dass ihr den Job nicht bekommt, weil ihr wisst nie, was dahinter wartet. Und das Ding ist, das Leben ist eine konstante Tür. Also, ich stehe vor der Tür und immer wenn ihr vor der Tür steht im Leben, so ein Roadblock, könnt ihr überlegen, mache ich die Tür auf und gehe ich da durch? Oder bleibe ich in meinem Hole und gehe rechts und gehe links und nehme irgendwelche anderen Wege? Und blame jeden anderen, ja, das und das und das nicht passiert, das und das und so und so und so. Ja, we can blame other people and we can blame other things. Aber um etwas verändern, wirklich aktiv zu verändern in unserem Leben, müssen wir die Verantwortung übernehmen. Und manchmal tut die Verantwortung übernehmen mad weh. Manchmal ist diese so, like, uff, das ist auch vollkommen okay. Aber dann beschwer dich nicht, wenn gewisse Sachen dann nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Versteht ihr, was ich meine? Ihr habt immer eine Choice, so. Und das verstehen wir auch nicht. Wir denken nur so, ja, wir haben nicht immer eine Choice. Doch, du hast immer eine Choice. You always have a choice. So. Und wenn es nur die Choice ist, so, wie gehe ich mit der Sache um? Wie gehe ich mit der Situation um, die fucked up war? Rege ich mich auf? Gebe ich da rein Energie? Oder nehme ich die ganze Energie und fokussiere mich auf mich selber, auf die Sachen, die ich machen will? Tunnel Vision. That's your choice. So, und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe gerade zu viel über dieses Thema geredet. That's a whole video for itself. Aber ihr merkt, I'm passionate about it. Als ich gestern die Umfrage gemacht habe und gefragt habe, was ihr alles in Girls Talks haben wollt oder welche Girls Talks Themen ihr haben wollt, haben einige geschrieben, das Thema Dating. Und bevor ich meine ganzen Girls Talks mache, Thema Dating und so, habe ich eine Sache zu sagen. Ey, können wir dieses ganze Struggle-Love-Mentality irgendwie hinter uns lassen, bitte? Dankeschön. Weil ich habe auch in letzter Zeit so viele dieses, es ist letzter Zeit, aber das war Anfang des Jahres, diese Quote gesehen, beziehungsweise so viele Girls haben das glorifiziert und gerepostet. Und zwar, ich werde jetzt irgendwo hier einblenden, dieses Gucci Mane und Keisha KR, Love Story. So, und was für mich so crazy war, dass so viele Frauen das gepraised haben, like, girl. Wir sollten nicht, keine Frau auf dieser Welt, aber especially as black female, weil ich habe das Gefühl, so, vor allem in unserer Community wird das so glorified, diese ganze Ride-or-Die-Mentality. Ride-or-Die bedeutet, dass du da bist, bei harten und bei schlechten Zeiten. Girl, you fucked up the whole speech. Okay. Ride-or-Die bedeutet, dass du da bist, wenn es hart auf hart kommt, wenn harte Zeiten kommen. Ride-or-Die bedeutet nicht, dass ein dich through hell and back dragen kann und unten an der Seite stehst. So, nein. Die Sachen, der Shit durch den Keisha gegangen ist, anybody wanna go through that shit? She hold him down, während er im Gefängnis war, ja. Aber den Bullshit, durch den sie davor gegangen ist, okay, jetzt hat sie ein Happy End. Aber wir Frauen sollten aufhören mit dieser ganzen Struggle-Love-Mentality und wir müssen erst suffern, bevor wir würdig sind für richtige Liebe. Nein, you don't have to suffer first. No, you don't. So, du kannst jemanden finden, egal, ob er black, Asian, white, Caucasian, I don't give a fuck. So, egal, was für eine Race oder was für eine Ethnicity die Person hat, ne? Du musst nicht vorher strugglen, damit du für Liebe würdig bist. Und das ist some fucked up Bullshit. Und genau diese Mentalität hält uns in so vielen toxischen Beziehungen, die uns nicht gut tun.
So, I'm sorry to say it. Und ich weiß, viele werden da vielleicht sagen, ey, girl, shut the fuck up. I said what I said. Aber es ist so, weil diese Strength-to-Struggle-Love-Glorifizierung ist so ein Ding, was uns selber alle in so toxischen Relationships hält. Und weil wir denken, okay, so muss es sein. Er muss uns, Abuse ist nicht nur physically, Abuse ist auch mentally. So, er muss so und so sein oder das und das und das. Oder ich muss mit ihm bleiben, obwohl er so und so zu mir ist. Und that's some bullshit. Ladies, please, know your worth. And when you know that you're not value, leave the situation. Und denk nicht, okay, I'm his ride or die. Ride or die heißt nicht, dass er dich 3 Millionen Mal betrügen soll kann. Das ist kein ride or die. So, ride or die bedeutet, dass du, keine Ahnung, wenn finanzielle Krisen kommen, wenn irgendwas ist, gesundheitliche Krisen, dass du dann mit deinem Partner bist und nicht sagst, oh, okay, der, keine Ahnung, finanziell läuft sich schon bei ihm so gut und jetzt I'm a dip. Nein, das ist kein ride or die. So, ride or die heißt, okay, harte Zeiten kommen, schwierige Zeiten kommen, aber es ist immer du und ich gegen das Problem, nicht du und ich, nicht du gegen ich. Das heißt ride or die für mich persönlich. So, und ja, ich weiß nicht, diese ganze Glorifizierung, vor allem von dieser ganzen Gucci Mane Story, hält uns alle so stuck. Ja, und ich bin all about healthy love, weißt du schon, knowing your worth, knowing your value. Wenn euer Typ oder generell der Typ, that you're dealing with, is constantly disrespecting you, constantly making a clown out of you, publicly and in private, I don't care if it's public or in private, so, then you have to go. Da draußen, wir sind 7 Milliarden Menschen auf diesem Welt, auf diesem Welt. Bruh. Wir sind 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Denkt ihr nicht, dass da draußen es irgendjemand gibt, der euch behandelt wie die Queen, die ihr seid? Denkt ihr nicht, da draußen gibt es irgendjemanden, der euren Wert kennt und sagt so, ey, she a hell of a woman, I'm gonna treat her like she's my queen. Denkt ihr das nicht? Natürlich. Und das Ding ist aber, dass wir so oft so small, nicht small, mein Small, wenn ich das falsche Wort, wenn ich das Wort finde, sage ich euch, was ich meine. Aber dass wir so stuck sind, dass wir gar nicht die Augen offen haben for the bigger picture. So, ja. Yeah. Aber das ganze Thema Dating werde ich nochmal ganz anders thematisieren, weil ihr habt mir geschrieben, dass ihr meine General Dating Rules haben wollt und ich denke, dass ich da einiges zu sagen habe, beziehungsweise ich auch einige Girls vielleicht noch mit an den Tisch holen kann, die darüber reden kann, because, baby, letztes Jahr, I was dating, okay? I was living my hot girl summer. Mm-hmm. And now the man gonna be mad about this, because I'm the coach, and I play chess, not checkers, baby, so get prepared. Okay, Leute, das ist mein finished Make-up. Ich hoffe, euch hat mein Chit-Chat, Get Ready With Me, Rant, keine Ahnung, Boss Bay Recap gefallen. Wie immer, denkt daran, wie ich am Anfang gesagt habe, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Girls Talk Videos, in den nächsten Videos. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, stay healthy, stay blessed, take your vitamins, vor allem in den Zeiten von Coronavirus, because you know shit is getting real. Auf jeden Fall, stay tuned, stay blessed. Have faith in your abilities and be your own kind of beautiful. Ciao.